in der offenen deutschen Drachenboot-Langstreckenmeisterschaft. Und das ist das Team HKC 21 Blue Phoenix. Herzlichen Glückwunsch mit einer Zeit von 40.11.900. Wo sind die Blue Phoenixe? Da sind sie. Oh, jetzt kommt der Regen. Und dann darf ich bitte nach vorne bitten den Fünftplatzierten Catching Fire von der vom Kanu-Club Undine Salui. In einer Zeit von 39.01. Zweitplatzierter, bitte, Drittplatzierter. Dritter Platz ist geworden Taki and Thunder vom Kanu-Club Witten. In einer Zeit 38.33.900. Ihr könnt euch auch nochmal euren Pokal nach oben holen. Herzlichen Glückwunsch. Zweitplatzierter in der Premier Class, das Team Roter Drache Mülheim vom Mülheimer Kanu Sportverein. 37.43.180. Und deutscher Meister, ich glaube, wir haben es alle auf dem See gesehen, was sie sich für einen Vorsprung erpaddelt haben. TTF KAP vom Kanu-Club Alster Canoe Club e.V. aus Hamburg. 37.13.66. Ich darf nochmal alle Aktiven vor den Truck bitten, dass wir nochmal ein Gruppenfoto machen können. Ja, mit allen Aktiven, die heute hier mit im Boot waren. Sensationelle Leistung, die wir heute hier am Waldener See gesehen haben. Die Teams, die hier teilweise bis zu 44 Minuten auf dem Wasser gepaddelt sind, 8000 Meter abgerissen haben und hier eine schicke deutsche Meisterschaft gepaddelt und gefeiert haben. Danke, dass ihr hier wart.